Mein jetziger Interviewpartner ist Großmeister Klaus Bischoff, der den Spielern der Deutschen Schachamateurmeisterschaft mit Rat und Tat zur Seite steht. Klaus, wann ist es denn bei dir soweit, dass du bei der Deutschen Schachamateurmeisterschaft mitspielen kannst? Das hoffe ich, dass das nie der Fall sein wird. Ich glaube, da darf man ja keine 2300 Elo mehr haben. Und ich hätte schon lieber über 2500. Klaus, was sagst du zu dem Spielniveau der DSAM? Also ich habe es mit Spielern aus allen Gruppen zu tun gehabt, die mir ihre Partien gezeigt haben. Und es war zum Teil sehr spannend. Und ich habe wahrscheinlich mehr gelernt von denen als die von mir. Ich hatte mit Königsgambits und Ponziani und wie das alles heißt, in meinem Schachleben nicht so viel zu tun. Aber hier wird es fleißig gespielt und das führt auch zu interessanten Partien. Du sagst also, du konntest deinen Großmeisterhorizont bezüglich Eröffnung erweitern. Auf jeden Fall ja, weil die einfach selten gespielte Eröffnungen riskieren und auch vielleicht semi-korrekte Gambit-Eröffnungen manchmal wählen. Also ich fand das wirklich spannend. Kannst du vielleicht ein besonderes Erlebnis hervorstreichen? Ach, jetzt kein besonderes Erlebnis, aber es waren wirklich einfach ein paar scharfe Partien und die Spieler erwarten immer, dass ich nach einer Sekunde ein glasklares, richtiges Urteil abgeben kann, aber so einfach ist Schach halt nicht. Also man kann halt auf verschiedene Facetten hinweisen in den Stellungen und ich hoffe mal, dass die, die mich gefragt haben und mich analysieren lassen wollten, auch was mitnehmen können. Wollen wir mal schauen, wann sich die ersten Spieler auf deinen Rat berufen und sagen, aber Klaus Bischoff hat doch gesagt, das und das funktioniert. Naja, gut, ganz so einfach ist es nicht, aber einer Spielerin hier habe ich tatsächlich den Rat gegeben in einer ganz bestimmten Stellung und gesagt, und hier kann man auch ganz oft dann in den nächsten Zügen mit H2, H4 ein aggressives Luftloch machen und das hat sie dann leider am nächsten Tag in einem Moment gemacht, wo es gar nicht so günstig war und dann habe ich gesagt, okay, ich war schuld. Okay, also manche Empfehlungen oder Ideen sollte man auch nochmal hinterfragen, auf Plausibilität überprüfen. Das auf jeden Fall und ich habe ja schon am vor der ersten Runde den Spielern den Rat gegeben, dass sie auf keinen Fall Eröffnungstipps von mir annehmen sollen. Die sind wie die Lottozahlen, nämlich ohne Gewähr.